Jasmin Pahl im Tor. Dann haben wir Andrea Gabritsch, Puntigam, Degen und Genies Puntigam. Wir haben Aczinska und Cordes. Oh, ganz frei. Janina Minge am zweiten Pfosten. Janina Minge und Jasmin Pahl. Ja, ins Tor gerückt, auch nach ihrem Kreuzbandriss. Variiert mal das Defensivverhalten. Donhauser. Und erster Abschluss. Stunde rum. Und da sehen wir nochmal den Abschluss. In Erwartung, die Offensivreihe der Kölnerin. Der ist gut und scharf. Kommt rechts raus. Flanke kommt in die Mitte. Und nicht das Tor. Lotta Cordes. Zieht durch. Budorf nicht geahndet. Und Diekmann, Busian. Busian! Tod 1967. Überraschend gestorben. Und der SC Freiburg kommt wieder über Busian. Busian hat viel Platz, wird nicht angegriffen. Der Zweikampf war ganz wichtig von Giovanna Hoffmann. Und schnell ist sie. Und ihr Mädchennamen los, noch beim SC Sand unterwegs. Azret Kayikci. Auch von der Kapitänin wenig zu sehen in Halbzeit Nummer 1. Busian für die Freiburger Offensive. Beans bringt den Ball. Moritz! An die Latte! Bist du verrückt? Riesenglück für den SC Freiburg. Beans bringt den durch die Beine von Felder und Moritz. Zack! Busian Kayikci. Nochmal Busian. Seite gewechselt. Kann jetzt nach innen gehen auf den starken Fuß. Busian! Und die Parade. Das war die Idee dabei. Seite mal wechseln auf den starken Fuß. Und da bleibt ganz kurz der Atemstock. Wojtekova. Wojtekova! Also sie versucht's für die Kölnerinnen. Weiter Ball auf die rechte Seite von Gabritsch zu Alena Beans. Blass geblieben in Halbzeit Nummer 1. Mal ein Abschluss. Da haben wir sie. Bisschen unrund. Hoffmann, gute Flanke! Und Kayikci völlig frei beim Kopfball. Nummer 6. 6:2 in dieser Wertung. Aber noch nichts mehr rausgekommen. Jasmin Pahl lässt den Ball fallen, kommt aber nicht richtig hin. Das war's, 0:0 hier im Franz-Krämer-Stadion. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.